ich gar nichts. Ich muss wohl weitermachen. So lange, bis ich es gefunden habe. Proband Nummer 12, Test 71B, Elektronenplatzierung A2. Simulation der Amygdala, Ursprung der Emotionen und Erinnerungen, das Angstzentrum. Nein! Bitte, bitte nicht! Nein! Hier vielleicht? Nein! Proband fühlt nun wie ich. Doch dieses Gefäß ist viel zu schwach, um die seelische Belastung zu überstehen, die ich täglich erfahre. Hier war es auch nicht. Nein. Und wenn ich weitermache, bin ich jetzt derjenige, der drauf geht. Ach so. Der Lappen da hinten ist das. Das habe ich doch schon. Moment. Der Lappen drunter. Das ist das Angstzentrum. Oh Mann. Das hat mich viel gekostet gerade. Aber vielleicht hätte ich einfach mal auf den Plan geguckt. Ah, ich suche überall den Plan, dabei liegt er hier daneben. Ich Depp. Ja, egal. Das weiß ich jetzt für das nächste. Okay. Aha. Oh Vater, wenn du nur wüsstest, wie erfüllend dein Gesichtsausdruck ist. Hast du gedacht, dass ich mich in Luft auflöse? Wenn du mich einsperrst, aus den Augen, aus dem Sinn, hast du, das hast du, nicht wahr? Nun, du bist mir nie aus dem Sinn gegangen. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Ruvik hat seine Eltern ermordet. Wo kommen die plötzlich her? Die lagen vorher noch nicht da. Besser ist. Das nehme ich mit. Hi! Oh! Schon wieder eine Maske auf, ja? Die schützt dich auch nicht. Gut. Schnell weiter, schnell weiter. Bevor Ruvik wieder auftaucht. Wo bin ich denn jetzt wieder? Flasche. Wieder ein Band. Stimulation der kortikalen Region mit maximaler Frequenz hat sich als wenig wirksam herausgestellt. Die Probanden schreien und schreien, aber sie sterben zu schnell. Individuelle Einstellungen zeigen bessere Ergebnisse. Die einzige Frage ist, auf welche Region ich mich konzentrieren sollte. Na, Scheiße! Drei davon sind von zentraler Bedeutung. Nein, nein, nein. Du bleib lieber liegen. Und du auch. Gut. Das ist erledigt. Ich hoffe nur, Ruvik kommt jetzt nicht. Kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Wo kommt die denn her? Hey, Lady!
Nein! Nicht hier drin! Nicht hier drin! Wo soll ich mich verstecken? Oh nein! Oh nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich in... Ach, fuck! 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 Verdammter Rubik! Der geht mir echt auf den Sack. Erstmal muss ich wieder eine Spritze nehmen. Okay. Oh Vater, wenn du nur wüsstest, wie erfüllend dein Gesicht ist. Ja, ja, ja. Das hatten wir schon. Das wissen wir alles. Okay, weiter. Vielleicht können wir uns auch an den anschleichen. Oder auch nicht. Oh! Wieder deine Maske kaputt. Hässlicher Proband. Nichts bekommen. Traurig. Okay. Nein, das war nur die Flasche. Hier! Bam! Ja. Gott, das steht da auf einmal wieder. Danke. So, verdammt, der Rubik. Komm! Gleich was rum! Was? Was? Ja, Gott, nochmal, echt. Die Viecher halten viel zu viel aus. Viel zu overpowered. Okay. So schnell wie möglich runter. Das noch mitnehmen. Nein, nein, keine Zeit. Das nehmen wir auch noch mit. Wir sind voll. Gut, dann können wir uns gleich mal ganz voll machen. Sehr schön. Hallo, Freund. Ciao. Alles mitnehmen. Okay. So. Rubik. Willst du nicht vorbeikommen? Alles klar. Oh, das nehmen wir auch mal mit. Dann nehmen wir noch das mit. Und dann gehen wir ans Bild. Sehr schön. So, einmal, zweimal. Zack. Okay. Oben. Oben waren es, so viel ich weiß, 11 Mönche auf dem Bild. Und unten waren es 2. Boah! Die Tür ist offen. Weitere Bilder mit irgendwelchen Gehirnfetzen. Ekelhaft. Okay, diesmal müssen wir wohin? Naja, das hören wir dann schon. Proband Nummer 14, Test 88C, Vorbereitung limbisches System, dritter Versuch. Elektrodenplatzierung C4, Stimulation des singulären Cortex, Zentrum der Hoffnung. Zentrum der Hoffnung. Befeuerung der Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. Es müsste hier sein. Der Lappen. Hier. Nein, das ist nah. Hier, dieser Lappen hier. Und
Die Tür ist offen. Endlich. Und eine weitere Geschichte von Rubrik wird uns offenbart. Die Klinik hat dieses Jahr nicht die übliche Spende deiner Familie erhalten. Und warum sollten wir spenden? Hat die Klinik irgendetwas von Wert hervorgebracht? Deine Familie hat bisher immer einen großzügigen Beitrag geleistet. Wo sind deine Eltern? Sie sind weg. Wann kommen sie zurück? Gibt es sonst noch was zu besprechen, Doktor? Ich wollte dich darüber informieren, dass die Klinik dir nicht länger Unterstützung und Materialien zur Verfügung stellen kann. Du wirst deine Forschung kaum aufrechterhalten können. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen und mir zu drohen? Rubik war doch durch und durch böse. Aber was hat das mit Leslie zu tun? Ich verstehe das Ganze nicht. Aber jetzt hier durchgehen, gehen wir zurück und verbessern uns. Wieder ein Stück des Tagebuchs. Kind und Babysitter sterben tragisch beim Hausbrand. Tragisch. Okay. Ab geht's. Ich hab's gewusst. Was hast du gewusst? Sollten Sie nicht vielleicht Ihr grünes Gel benutzen? Ja. Das sollte ich. Aber als erstes sollte ich auch noch gucken, ob ich ein paar Schlüssel... Ich hab doch einen Schlüssel, habe ich gefunden. Ich gleich mal hier das hier noch öffnen. Shotgun-Muni. Her damit. Gleich nachladen. Und her damit. Noch immer nicht? Na gut, dann habe ich wenigstens noch ein bisschen Reserve. So, und auf den Stuhl. 9.999. Schön wär's. 9.900. Gut. Was können wir denn verbessern? Letzte kritische Trefferschaden, Alter. Da brauchst du 20.000. Junge, Junge, Junge. Schadensmultiplikator, das wäre auch nicht schlecht. Aber wir könnten auch den Schaden hier noch hochdrehen. Das machen wir jetzt auch. Magazin vergrößern, das machen wir auch. Sehr schön. Ja, für 1000 können wir wohl kaum was kaufen. Doch, tatsächlich Harpunenbolzen. Bewirkt zusätzlichen Schaden bei Harpunenbolzen. Die sind nur gut gegen normale Gegner, aber nicht gegen Endgegner. Okay. Den Rest sparen wir mal wieder auf. Alles klar. Dann geht's jetzt durch den Gang. Zu Marcello und Leslie. Marcello Rubik hält uns wieder auf. Was er tut. Weiter. Oh nein. Oh nein. 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 Geh weg. Nein. Sauberer Schnitt. Gerade durch. Dafür hat der Onkel Doktor kein Heilmittel mehr. Die makellose Haut ablösen. Gedanken,
Rufik. Hä? Er hat ein Schwein in Rum experimentiert. Junge, was soll das? Was sind das für Partikel? Was willst du mir zeigen? Oder in welche Falle willst du mich jetzt wieder locken? Was ist denn das? Eine Tür mit einem Wappen. Flashback war das gerade. Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Ding? Ich muss weg. Gegen das Ding kann ich nicht antreten. Durch die nächste Tür. Komm schon. Was denn? Oh, wow. Verdammt. Ich muss mich beeilen. Ich darf keinen Draht berühren. Schneller, schneller. Was haben wir hier? Ein paar Bolzen, ne? Immer her damit. Oh, wir sind voll. Okay. Die Stacheln kommen weiter runter. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ich komme hier raus, Rubik. Okay. Eine Puppe. Was? Was? Was ist denn jetzt wieder los? Was? Nein, nicht du schon wieder. Das Blutblättchen-Monster ist wieder unterwegs. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Sackgasse. Nein! Ah, scheiße. Ich komme hier nicht weg. Wie soll ich hier rauskommen? Ah, schießen macht keinen Sinn. Ich bin gefangen. Was soll ich tun? Das Gitter geht nicht auf. Verdammt. Verdammt. Nein. Ach, das ist ein Schloss. Ach, shit. Schneller, schneller. Er kommt schon wieder. Shit. 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 Verschwinde. Komm schon. Ah. Nein, nein, nein. Mein Gott. Hier durch? Ja, komm ich. Wieder ein Schloss. Nichts wie weg hier. Was? Oh nein. Nein, 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 du zerdrückst mich nicht. Nein! Was? Was für ein Horrortrip schon wieder. Dieser Junge macht mich noch verrückt. Dieses Spiel macht mich noch verrückt. Ah, ein weiteres Kartenfragment.
verdammte Poppen! Ich muss hier durch. Hierher geführt. Hier wurde Rurik verbrannt. Deswegen die Verbände um das Gesicht, um die Arme, um die Hände. Er will uns zeigen, welchen Schmerz er erleiden musste. Der arme Junge, aber wieso haben die Dorfbewohner das getan? Weil er diese Experimente gemacht hat? Nichts. Nur ein Steinhaufen und ein Heuhaufen. Ich bin voll. Okay. Nora, wo bist du? Ich weiß, dass du da bist. Ich höre dich atmen. Hä? Reiche Dreckskerle. Glauben, sie können unser ganzes Land aufkaufen? Denen werden wir zeigen, wem das Land wirklich gehört. Los. Sie zünden die Hütte an. Und hey, die Kinder, ich glaub, da sind Kinder drin. Ich hab nichts gehört. Was? Was zur... Scheiße. Ich sollte hier schnell raus. Da! Sonst verbrenne ich auch. Wie das Mädchen. Seine Schwester ist also umgekommen. Und das hat ihn zu so einem bösen Kind werden lassen. Ich beeilen. Na komm! Das will mir Rurik also zeigen. Pistole. Auch nicht. Wie komme ich hier raus? Okay. Komm runter. Komm schon. Gut. Und schnell hoch. Gut, nichts wie raus hier. Rurik! Du willst mich hier nicht rauslassen? Nein. Was mache ich jetzt? Verdammt! Lass es! Lass deine Probanden in Ruhe! Kein Wert! Verdammt, verdammt! Na, ich sehe nichts! Na! Rurik! Komm schon, Mann! Ich sehe nichts mehr! Na, komm schon!
Cool bleiben. Wie viele soll ich noch töten? Wie viele, Rubik? Wir können ja ewig so weitermachen, verdammt! Ah, lass mich los! Scheiße! Er ist weg. Das war's. Das war der letzte. Was? Nicht. Oh Scheiße, die Hütte bricht ein. Was? Wieder ein telekinesischer Streich von Rubik. Beatrice, bitte, du musst was essen, sonst wirst du zu schwach. Meine Kinder. Ich will... Beatrice, wir haben das doch besprochen. Manchmal höre ich seine Stimme. Im Keller. Wer ist das? Er klingt so nah. Was? Was? Verdammt, ich hätte warten müssen. Vielleicht hätte ich noch mehr gehört. Eine Tür... und ein versteckter Raum. Wir nehmen erst die Tür. Verschlossen. Okay. Also gut. Dann der versteckte Raum.